Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Gleich zu Anfang des Parts mal zugeben, ich habe hier ein bisschen gebaut auf Screen. Ja, es verlockt, es ist immer so verlockend. Es verleitet mich immer dazu, ein bisschen zu basteln. Und dann habe ich hier ein bisschen den einen Gang schon fertig gemacht. Und zwar genau den hier. Ja, willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Arno. Heute soll es auch um diese Tunnel hier gehen. Unterirdische Unterführung. Euch gerade mal, was ich hier auf Screen gebaut habe, was gebastelt habe. Das hier habe ich gebastelt. Na, kommst du hoch? Ich hoffe, ich kann hier irgendwo das Intro reinbasteln. Ich moderiere das normalerweise so, dass ich es hinkriege, das Intro reinzubauen, aber ja. Heute hat es, glaube ich, nicht ganz geklappt. Ja, jedenfalls, ich komme hier gerade nicht hoch. Das ist gut. Dann muss ich mich da noch, ja, Holz. So, so klappt's, wie es ausschaut. So, hier hoch. Ja, komm. Hops, hier hoch, da kannst du die Falltür schließen. Ja. Hier sind wir in der Hütte von Siegfried. Ja, dem Händler, dem verschollenen Händler, der sich mittlerweile aus dem Staub gemacht hat. Ja, ein unterirdischer Gang von dem Haus hier. Ja, ist nicht wirklich eine Entfernung, aber ja. Auch für nachts ganz gut, dass man nicht durch die Gegend rennen muss. Ein kleiner erster Gang. Na gut, das ist jetzt ziemlich blöd, aber kann ich die Falltür auch irgendwo anders hinbauen oder? Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Vielleicht kriegen wir das hier noch ein bisschen ummodelliert. Ja, so, das wäre cool. Da kann man hier durch. Ja, so ist es cool. Da kann man es von unten öffnen. Und dann zack. Ja, hier wird es auch schon Nacht. Jetzt nehmen wir den Weg hier zurück. Durch Siegfrieds Tunnel. Nein, meinen Tunnel. Das ist die Verbindungstunnel zum Haus. Und jetzt könnte man direkt, wenn ich wüsste, wo der Knast anfängt, der ist irgendwo dort in diese Richtung, da könnte man jetzt noch einen Verbindungstunnel Richtung Knast führen. Das wird cool. Den müsste man natürlich dementsprechend sichern, weil ja, können ja keine Gefangenen entkommen. Natürlich, jetzt ist es Nacht. Jetzt bräuchten wir noch einen Tunnel oder eine Treppe, die unterirdisch nach oben führt. Ins Haus. Momentan haben wir hier einen Weg, der ins Auffangbecken nach unten führt, aber ja. Nach oben haben wir noch keinen Plan. So, das Gefängnis ist eigentlich direkt neben dem Haus. Können wir auch gerade mal reingehen.
Okay, die Tür bleibt offen. Nice. Oh, hier ist ein Loch drin. Ja. Müssen wir mal wieder verschließen. Das geht ja nicht. Ist jemand ausgebrochen oder was? So. Haben wir noch irgendwo Bruchstein, was wir hier, womit wir die Wand wieder auffüllen können? Womit wir die Wand kaputt machen können? Ja. Einen Bruchstein gibt es doch überall. Machen wir das als erstes. So. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein Bruchstein wird nicht reichen, Zwergi. Zack. Oha, das war das Dach vom Holla. Nicht das Dach von der... Oh, habe ich gar nicht gewusst. Nicht das Dach vom Keller abräumen. Vielleicht können wir hier ein bisschen Stein gewinnen. Oder baut sich das jetzt hier schon wieder rein, oder? Weil so tief unten ist der Keller gar nicht. Ja, so sieht's aus. So, hier mit Kies auffüllen. Ja. So muss es sein. Elf haben wir schon. Häftlinge haben wir noch keine gefunden, die wir hier einsperren müssten. Umso besser. So, da geht's ja runter zum Loch. Da könnte man prinzipiell aus dem Loch heraus einen Weg bauen. Das ist doch der. Ist doch eigentlich das Niveau, oder? Hier die Todesschlucht. Da jetzt nicht runterfallen. Oder ist das hier auf. Auf unterirdischem Gangniveau? Eigentlich schon, oder? Ja, das ist jetzt hier. Das ist tief genug, um unterirdisches Gangniveau zu sein. Aus dem Loch gibt es eigentlich kein Entkommen. Ja, da sollten wir keinen Gang hinbauen. Glaube ich nicht. Obwohl es mal cool wäre, könnte mal jemand, der gefangen ist, mal machen. Roleplay-Technik wäre es cool. Roleplay-technisch. Ja, wie auch sie mit, ja, hier mal einfach so einen Gang reinmachen. Haben wir da schon Tageslicht? Nein, haben wir nicht. So, hier können wir mit Bruchstein zudecken. Im anderen Gang haben wir mit gebranntem Stein gearbeitet. Hier können wir mit Bruchstein arbeiten, das passt zum Gefängnis. Versuchen wir mal hinzufinden zum anderen Gang, das durchzuschlagen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Türen baut man später ein. So. Ist immer Kies. Das ist ungut. Hinter einer Gefängniswand darf eigentlich kein Kies stecken. Müsste eigentlich solides Stein sein, worüber man sich nicht so leicht durchgraben kann. Tja. Bruchstein ist aber leicht zu kriegen, damit können wir die Wand sehr gut auspflastern. Aber graben wir uns mal erstmal hier lang. Hier parallel zum Gang. Erstmal einen Weg machen. Noch ist es ziemlich hell. Da wird es auch schon wieder dunkel. Eine kleine Fackel. Erde. Okay, das ist interessant. Sind wir jetzt auf Oberlevel-Niveau? Oder wo sind wir hier?
Na dann. Ich glaube, wir schaufeln uns jetzt mal ein bisschen runter. Graben, nicht schaufeln. So, na super. Tja. Durchs Gefängnis. Das muss man natürlich möglichst sichern, damit hier keiner entkommt. Damit hier nicht irgendwelche Gefangenen, die wir in Zukunft dort in den Bau werfen, durch den unterirdischen Gang wegkommen. Da müssen wir ordentlich gesicherte Strahltür reinmachen. Und hier vielleicht auf dem Weg noch ein paar Fallen würde sich anbieten. Ja, sorry, dass ich gerade so ein bisschen bruchartig rede. Ein bisschen stockend, aber das mache ich, glaube ich, sowieso immer. Seid ihr ja gewohnt. Das ist irgendwie mein Let's Play-Stil. Sorry. Ja, gibt es denn irgendwelche Themen, worüber wir hier gerade mal reden können? Gibt nicht so viel, was man kommentieren kann. Ich glaube, wir sind schon zu tief. Viel zu tief, um irgendwie auf einen Gang zu treffen. Da muss ich vielleicht mal gucken, dass ich vom Gang aus irgendwas versuche, irgendwie mich ranzubuddeln. Haben wir hier ein bisschen was gemacht? Kann man vielleicht von der Richtung auskommen? Ja. Artikel 13 ist mal wieder ein Thema, was ziemlich aktuell ist, was nicht aufhört, aktuell zu sein. Aber ja, darüber kann man nicht in jedem Part reden, in jedem Video. Darüber möchte ich auch jetzt nicht wirklich reden. Ja, das nerdige Thema Artikel 13. Das ist eigentlich gar nicht so tief hier, das Ding. Ich glaube, das Gefängnis müsste hier irgendwo auf dem Niveau sein. Wenn dort, wenn hier schon Siegfrieds Haus ist, wenn wir hier schon, hier sind wir auf dem Niveau von Siegfrieds Haus. Das heißt, das Gefängnis müsste irgendwo hier sein. Hier vielleicht versuchen wir hier mal einen Gang zu schlagen. Das ist immer ein bisschen schwer hier mit den Gängen, da man noch nicht weiß, wo man ankommt. Oh cool, hier kommt man an. Da sind wir im Gang. Perfekt, habe ich ja genau gezielt, sogar am Ende. Nice. Das ist ja perfekt. Ist immer ein bisschen schwer, wollte ich sagen, da zurechtzukommen. Weil, ja, man hat ja keine Karte, doch hat man irgendwie schon, aber da muss man gucken, wo man hingräbt und ein bisschen denken. Wie machen wir das? Ja, hier können wir eigentlich zubauen, weil das soll ja nur zum Haus führen und so weiter. Ja, hier können wir eigentlich hier die ganze Tiefe, die wir hier gegraben haben, zubasteln. Es sei denn, das würde irgendwann noch mal zu einer Arena gehen. Okay, wir lassen das erstmal. Vielleicht gibt es ja mal eine Arena, dass man die Gefangenen hier runterschicken kann. Das wäre vielleicht mal nice, dass man die zum Kämpfen hier durch den Gang schicken kann. So Hunger Games mäßig. Warum nicht? So, und dann geht es hier zu meinem Haus und hier zu Siegfrieds Haus. Dann muss hier eine richtig fette Tür rein. Eine Eisentür, auf jeden Fall hier rein. Mehrere Eisentüren, einfach hier in den Gang. Ich will nicht, dass irgendwelche Gefangenen in mein Haus rein können. Und hier noch ein paar Fallen rein, TNT-Fallen, Lava-Fallen. Lava-Fallen bitte nicht. Aber irgendwas, irgendwelche Fallen, irgendwelche Löcher, wo man reinfallen kann, wo man nicht aufpasst. Ja. So müssen wir das machen. Und Eisentüren muss ich craften. Der Weg hier muss gesichert sein.
dass das mal klar ist. Das wird hier ein bisschen dauern, bis wir... Ups, da haben wir das Licht ausgeknipst. Ich wollte sagen, das wird ein bisschen dauern, bis wir alle Gänge fertig haben, aber ja, das kann es ja auch. Ja. Politik ist generell ein bisschen ein blödes Thema für Let's Plays, für Minecraft-Parts. Nicht, dass ich irgendwas gegen politische Themen hätte. Nein. Da diskutiere ich gerne drüber. Und da rede ich auch gerne mit euch, wenn ihr es wollt. Dann versteht ihr, was ich meine. Gerade in diesen Zeiten, gerade jetzt in Artikel 13 Zeiten. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen keinen Bock mehr auf... Oder doch, ich habe Bock auf Politik, das ist falsch, aber... Ich habe so eine Wut auf Politiker gerade in dieser Zeit. Das glaubt er nicht. Gerade auf CDU und SPD-Politiker, das ist also... Jetzt auch nicht falsch verstehen, ich werde jetzt hier nicht zum Wutbürger oder zum Protestwähler. Nein. Keine Angst. So weit ist es mit mir noch nicht. Aber ja, jetzt ist vielleicht auch ein bisschen verständlich. Nach dem, was die CDU vor allem so, die SPD ist auch irgendwie mit dabei, ist nicht ganz so schlimm dran, schlimm mit dabei wie die CDU. Aber sehr viel Positives hat die CDU, die SPD in diesem Thema auch nicht gemacht. Wir brauchen mal eine Spitzhacke. Können wir gleich durch den Gang gehen. Ein paar Fackeln hin. Hier wird es dann doch zu dunkel. Nicht, dass hier noch Monster spawnen. Im unterirdischen Raum. Wie gesagt, ich habe gerade so eine Wut auf Politiker. Ich kann es ja sagen, ohne einen Namen zu nennen und Namensnennung. Wir haben in meiner Berufsschulklasse gibt es einen, der ist SPD-Politiker. Und der hat mich jetzt neulich angeschrieben. Hat so ein bisschen ein paar Kommentare abgelassen, wo ich dann irgendwie auch, was mir schrecklich leid tut. Es tut mir jetzt im Nachhinein unheimlich leid, aber ich bin dann komplett ausgerastet. Das ist dann, der dann mit seinen Äußerungen da kam und ich will jetzt auch nichts vorlesen oder nichts zitieren oder so, sondern ja. Er meint halt, er hätte keinen Bock auf Artikel 13 Demos und hat auf das Thema auch keinen Bock. Und ein letzter Kommentar, der mich dann so aufgeregt hat, dass ich dann aus der Haut gefahren bin, wo er meinte, wie war es nochmal, er hasst halt, wenn Leute erst dann politisch aktiv werden und politisch sich engagieren, wenn sie betroffen sind, wenn es ihnen selbst scheiße geht, habe ich ihn halt beschimpft, dass er als SPD-Politiker, dass er sich schämen sollte, dass er da mitmacht und dass er da auch noch, dass die Politiker, das CDU und SPD, das Ganze verharmlosen und die Jugendlichen, die da auf die Straße gehen, als Bots und als fremdgesteuerte Mobs bezeichnen und dass sowas von Kacke ist und er da auch noch diese Meinung irgendwie unterstützt. Das, also,
Ja, ist einfach aus mir herausgeplatzt. Ich muss auch sagen, seit dem 13., welcher war es, 13.2. schon, also das ist fast ein Monat bald her. Oh je. Seit dem 13.2., da war die Trilogverhandlung im EU-Parlament. Seitdem habe ich nicht mehr wirklich Ruhe gefunden. Also seit diesem Mittwoch, das war ein Mittwoch, seit dem Mittwoch habe ich nicht mehr wirklich ruhig geschlafen. Seitdem ist wirklich Stress und das Thema beschäftigt mich und macht mich fertig und ich bin reizbar und extrem fertig. Ich bemühe mich immer irgendwie bei mir zu bleiben und irgendwie das Beste draus zu machen und irgendwie doch genug Ruhe zu finden und vernünftig zu bleiben, aber versteht ihr, was ich meine? Irgendwann, da gibt es halt einen Auslöser, dann kommt so eine Sache, dann kommt ein blöder Kommentar und dann ist das der letzte Tropfen auf dem heißen Stein und ja, dann geht es irgendwie nicht mehr. Das Thema ist so emotional, gerade auch für mich. Und da explodiert es dann manchmal. Explodiere ich dann manchmal. So hier mal ein bisschen schön machen, zumindest den Gang hier, wo es anfängt. Und da drüben müssen wir noch nicht schön machen. Den werden wir später dran bauen. Aber hier vielleicht schon mal. Vielleicht können wir es bis zur Hälfte mit Bruchstein ausräumen. Oder bis zum Ende diesen Gang hier. Das klar ist, da geht es zum Gefängnis. So. Ja, heute ein bisschen Tunnelei. Ein bisschen Tunnel gegraben wie ein Maulwurf. Ein Zwergmaulwurf. Ja, die Eisentür müssen wir uns dann auch noch holen. Naja. Was soll ich sagen? Da wollte ich jetzt nicht über das Thema sprechen und habe es doch irgendwie getan. Naja, es beschäftigt gerade irgendwie alle. Ist ein heißes Thema. Kann sich irgendwie auch niemand entziehen. Auch die, die sich entziehen wollen, kriegen es irgendwie mit. Omnipräsenz. Ein sehr, sehr präsentes Thema. Ein omnipräsentes Thema. Um mal in Fremdwörtern zu reden. Ja. Und ihr so? Ups, ja, da nicht in den Weg bauen. Hier ist schon die Treppe direkt nebendran. Tja, tja. Mal ein bisschen Minecraft gespielt. Das ist auch eine Sache, die man machen kann, um runterzukommen. Ein Minecraft-Let's Play. Ist für mich manchmal ein bisschen entspannt. Das ist meine Art, Let's Plays aufzunehmen. Das ist meine Art, runterzukommen. Und dann ist es natürlich gut, mal über Artikel 13 redet. Ja. Aber es gibt auch andere Let's Plays, es gibt andere Parts. RPGs. Guck mal, Let's Go Evoli. Mario, wo man ein bisschen abschalten kann, wo man über kein Thema redet.
keine Thematik passiert. Das sollte nicht sein. Ja, da können wir noch einen Stein drüber machen. So sieht's aus. Gehen wir wieder hoch und gebrannt den Stein holen. Das ist die Holztruhe. Stein. Ja, genau, das meine ich. 20 haben wir davon schon. Das Eisen können wir hier wieder rein tun. Haben wir ein paar Eisentüren. Habe ich davon noch welche? Holztüren hätte ich. Nee, das reicht für den Zweck nicht. Naja, machen wir mal später. So, das da rein. Haben wir wieder ein bisschen Feuerstein. Können wir mal ein Feuerzeug machen. Das haben wir ja so schmerzhaft vermisst, als wir bei dem Haus, im August-Haus waren. Sollte man mal, haben wir ein bisschen, könnten wir jetzt mehrere machen. So, dann kann hier eine Eisentür rein. Ich würde hier sogar mehrere Eisentüren reinmachen hintereinander. Dass hier wirklich ein sicherer Gang ist, dass man hier wirklich nur durchkommt. Am besten wirklich nur von der einen Seite rein, also man kommt wirklich nur als Sicherung, man kommt aus diesem Gang, also von mir zu Hause ins Gefängnis rein, nicht aus dem Gefängnis raus, sondern wir es auch oben im Gefängnis gemacht. Alle Türen lassen sich nur in eine Richtung öffnen, nämlich nach innen. Dass man nur als Wärter durchkommt. Ja, hier, da kommt man jetzt nicht mehr durch. Komme ich jetzt nicht mehr rein. Das Einzige, was wäre, ist springen. Das ist ein bisschen gefährlich, vom Turm zu springen. Naja, es geht. Dann kommt es zurecht, aber ja. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Essen, habe ich gerade bemerkt. Ist gerade ein bisschen schlecht. Die Herzen sind leer und die Hungerleiste ist auch ein bisschen geleert. Da haben wir hier ein bisschen Fleisch drin, gebratenes Fleisch, das wird es wieder hinbiegen. Können wir mal die Sticks rauspacken. Stock. Damit kann man niemanden verprügeln mit dem Stock. Also gemampft, das füllt die Herzen wieder ordentlich auf. Und satt sind wir auch gleich wieder. Nice. Na dann, würde ich mal sagen, wird hier in der nächsten Zeit noch ein bisschen gebaut. In dem unterirdischen Tunnelsystem. Da haben wir jetzt zumindest schon mal eine Verbindung zwischen Siegfrieds Haus und meinem Haus und dem Knast. Und ja. Ich habe jetzt auch Knast. Ich werde mir was zu essen holen. Bis dann und ciao.